Jo Leute, da bin ich wieder und willkommen zu einer neuen Vlog-Reihe. Ich bin jetzt hier in Singapur und bin hier auf dem Flughafen Singapur. Und ich bin da, wo normalerweise auch der Wasserfall ist, aber der ist wohl gerade stillgelegt oder inaktiv. Seht selbst. Ja, und in dieser Vlog-Reihe geht's ab nach Bali. Ja, ich hatte jetzt einen 12-Stunden-Flug hinter mir von Frankfurt nach Singapur und habe jetzt hier 3 Stunden Aufenthalt, jetzt nur noch so 2 bis 1 Stunde und dann geht's weiter nach Bali. Ja, warum ich vorher nicht gefilmt habe in Deutschland, die Zeit war relativ knapp, ich bin ein bisschen zu spät aufgestanden und ja. Dann hatte ich keine Zeit mehr irgendwie zu filmen. Dann musste ich den Zug bekommen und der Zug war dann richtig voll gewesen. Da konnte ich auch nicht filmen. Und ja, dann war ich am Koblenzer Hauptbahnhof und hatte da kaum Umsteigezeit. Da war ich dann im nächsten Zug zum Flughafen nach Frankfurt. Und da war es halt relativ ruhig und da wollte ich dann auch nicht die Ruhe stören und dann da einfach, ja, filmen. Ja, und Flughafen Frankfurt. Da war es auch wieder so voll gewesen, da hätte ich auch nicht filmen können, da hätte man auch kein Wort verstanden. Ja, und ich bin um, wann war das? 12 Uhr, genau, 12 Uhr sollte der Flieger gehen, das war dann 1 Uhr ist es geworden. Ja, und jetzt bin ich hier in Singapur nach einem 12-Stunden-Flug. In Singapur Flughafen. Ja, ich gehe jetzt noch hier ein bisschen den Flughafen erkunden und dann mache ich mich auch gleichzeitig auf den Weg auf zum Terminal 1. Da geht dann nämlich der nächste Flieger nach Bali. Der Flug war, wie gesagt, soweit gut, gab vielleicht Turbulenzen, aber das Essen, das war richtig gut gewesen. Also das Essen Singapore Airlines kann ich nur empfehlen. Also dann, wir sehen uns, wenn ich dann in Bali bin. Bis dann. Jo, da bin ich wieder und ich bin jetzt hier am Grund von künstlichen Wasserfall, kann man so sagen. Die haben hier so eine Röhre, wo dann halt das Wasser, der Wasserfall reinfließt, durchfließt. Ja, ich zeige euch mal, wie das Ganze hier aussieht. That's it. Ja, wie es dazu kam, also die Reise nach Bali habe ich schon lange voraus geplant, schon ein paar Monate. Wollte auch normal schon letztes Jahr verreisen, aber das ging halt nicht wegen Corona. Da konnte man halt nicht nach Bali reisen. Ja, und ähnlich wie bei Spanien, jetzt sind die Corona-Regeln wieder gelockert und man kann nach Bali einreisen. Und ja, dann habe ich mich im Reisebüro beraten lassen und da dann zusammen mit den freundlichen Kollegen und Mitarbeitern eine Reise nach Bali geplant. Genau hier, ich weiß jetzt nicht, ob das die Luftfeuchtigkeit von draußen ist oder ob die hier künstlich befeuchten, aber hier ist so eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, also hier beim Wasserfall, wahrscheinlich liegt das auch an den Pflanzen, weil falls ihr euch fragt, ob die künstlich oder echt sind, ja, die Pflanzen, die sind alle echt, also das ist schon sehr krass und sehr grün hier, aber das ist schön, also das ist der schönste Flughafen, den ich bisher jetzt hier gesehen habe. Ja, ansonsten Zwangsneurose ging, also ich kam besser bisher weg von hier zu Hause, als ich nach Spanien gefahren bin. Also das ging jetzt viel besser. Ja, und konnte ein bisschen schlafen im Flug. Ja, und dann mache ich mich jetzt auf an den Terminal 1 und dann geht's ab nach Singapur. Ach, nicht nach Singapur, nach Bali. Bis dann. Jo Leute, ich bin hier immer noch am Flughafen, auf dem Weg zum Terminal. Und das wollte ich euch auch noch zeigen, weil ich finde das ziemlich schön hier. Wir haben hier überall über den ganzen Flughafen, ja, überall so Art kleine Oasen, nenne ich das mal so, verteilt. Also der Flughafen hier ist sehr grün bepflanzt, sehr grün bewachsen und auch sehr luxuriös und schick ausgestattet. Also ich finde den bisher der beste Flughafen, an dem ich jemals war. Also ich finde den sehr schön, sehr sauber alles. Die Leute, die Menschen hier, alle sehr freundlich, die Mitarbeiter.
Hier wird einem gerne, was heißt gerne geholfen, aber hier wird einem sehr gut geholfen. Ja, und jetzt geht's weiter bis zum Terminal. Bis dann. Jo Leute, da bin ich wieder. Aber jetzt schon beim zweiten Tag. Jo, ich bin jetzt hier am Puratitra Empul Tempel. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, wie immer, weil ich auch kein Indonesisch kann. Sorry, dass ich jetzt am ersten Tag nicht gefilmt habe. Fangen wir erstmal nochmal an, eins nach dem anderen. Also, das letzte Mal habe ich mich ja in Singapur gemeldet, wo ich am Singapur Flughafen war. Genau, dann bin ich von Singapur aus mit Scoot, das ist eine Tochtergesellschaft von Singapore Airline, von Singapur aus nach Bali geflogen. Der Flug hat ungefähr zwischen so 2 bis 3 Stunden gedauert. Ja. Da hat auch alles geklappt, kaum Turbulenzen gehabt und es war zwar ein bisschen unbequem. Also es war ein bisschen, wer schon mal Ryanair oder so geflogen ist, das war ein bisschen wie Ryanair. Ja, ist wahrscheinlich wegen, weil es eine relativ kurze Strecke war. Ja. Was mich aber gewundert hat, da gab es auch Essen an Bord. Und das war auch relativ gut. Ja, Flug ist gut verlaufen und bin auch gut dann beim Flughafen Bali angekommen. Der auch sehr schön ist, er ist relativ klein, aber da habe ich schon gemerkt, dass das noch sehr traditionell hier alles ist, also die Architektur, selbst der Flughafen war noch in einer relativ traditionellen Architektur gehalten und der war auch sehr schön und ist auch sehr schön. Da habe ich aber auch nicht gefilmt oder konnte ich jetzt auch nicht filmen, weil das dann, was heißt relativ stressig war, aber ich musste dann da auch rechtzeitig mein Gepäck abholen und mit den ganzen auschecken und den ganzen Sicherheitskram da machen. Deswegen, da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt filmen. Ich wäre schön, wenn ihr mir das verzeihen könntet. Dann wurde ich am Flughafen abgeholt von einem Mitarbeiter von der Tour. Also der ist hier in Indonesien und arbeitet dann quasi für der Tour, über die ich ja auch meine Reise geplant habe. Und der hat mich dann da abgeholt und ich war der Einzige für heute, für den der da abgeholt hat. Ja. Die Fahrt von Denpasar bis zum Hotel Pitamaha hat so ungefähr 1 Stunde gedauert. Ja, und dann bin ich da noch an demselben Tag in Pitamaha angekommen. Und da habe ich aber jetzt auch erstmal nicht gefilmt an demselben Tag, weil ich dann da auch erstmal alles klären musste mit dem Raum, dass ich in den Raum komme und dann erstmal so die Hotelregeln, sage ich mal, was es alles zu beachten gibt und die haben mir dann da alles gezeigt, den Raum gezeigt und ja, dann bin ich da erstmal angekommen, dann habe ich mir da vor Ort in so einem kleinen Markt noch was gekauft, weil ich hatte auch nichts mehr zu essen. Ja, und da habe ich kurz was gegessen, kurz was getrunken, kurz was ausgepackt und dann bin ich auch fast direkt schlafen gegangen, weil ich war so fertig gewesen. Beim Flug von Frankfurt nach Singapur habe ich kaum geschlafen und der Flug ging ja 12 Stunden und beim Flug von Singapur nach Bali habe ich nur ein bisschen geschlafen. Ja. Und dementsprechend war ich relativ müde und fertig gewesen. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir das verzeihen könntet, dass ich da halt am selben Tag noch nicht gefilmt habe. Aber dafür werde ich heute das Hotel filmen und alles drumherum. Jo, das dazu. Noch was? Ich habe jetzt den externen Bildschirm und kein externes Mikro dran, sprich diesen Media-Mod, weil es hat heute Morgen geregnet und auch die Nacht. Und ich weiß halt nicht, ob es jetzt nochmal zwischendurch regnen wird oder nicht, weil es ist immer noch relativ bewölkt.
Und damit die GoPro nicht kaputt geht und die vor Wasser zu schützen, habe ich halt keine externen Sachen dran, weil die ist halt dann nicht mehr wasserdicht. Das heißt, ich sehe mich jetzt auch nicht in dem Bild selber. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich richtig filme, ob ich im Bild bin oder ob das halt relativ gut aussieht. Also ich filme jetzt einfach frei raus. Also falls jetzt die Qualität nicht so gut sein sollte, liegt das halt da dran. Und ich bin auch mal gespannt, wie gut das Mikro ist und wie gut man mich versteht, weil das ist ja jetzt das interne Mikro von der GoPro und nicht der externe Media-Mod. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt hier beim Pura Titra Empul-Tempel und werde mir den jetzt auch mal hier angucken. Das ist somit einer der heiligsten Tempel von Bali und da gibt es auch so eine Quelle, beziehungsweise da fließt so ein Bach oder Fluss durch. Und das ist dann hier so eine Art heiliges Bad und Becken, wo der dann durchfließt oder reinfließt. Und da baden sich dann auch die Einheimischen, sage ich mal. Und wenn ich darf und das geht, dann würde ich mich da auch gerne baden. Das gilt dann so als Reinigung. Ja, wie gesagt, heute Morgen hat es noch geregnet. Aber das Wetter ist jetzt besser geworden. Und bevor ich hier hingefahren bin, genau wie ich überhaupt hier hingekommen bin, ich habe mir noch einen Roller gemietet. Ja, und bin dann halt mit dem Roller hier hingefahren. Und das ist schon gefährlich. Ich werde da aber auch für euch die Fahrten noch filmen, damit ihr seht, wie das Ganze so ist. Ja, und ich mache jetzt hier ein paar Aufnahmen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann. Jo Leute, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt das Ritual durchgeführt. Also ich war hier im Wassertempel. Ja, was heißt Wassertempel? Ich habe schon wieder den Namen vom Tempel vergessen. Auf jeden Fall war ich jetzt hier beten, habe die ganze Zeremonie durchgeführt. Und dann war ich halt noch normal beten am Schrein danach. Ich hatte jetzt auch hier einen Guide, also hier sind auch Guides unterwegs. Die bieten auch, sag ich mal so Führungen an und erklären dann einem halt den ganzen Tempel, was die Schreine bedeuten und alles. Die führen auch einen dann durchs Ritual, also die zeigen einem, wie man die Sachen halt richtig macht. Genau, das habe ich dann halt mit ihm gemacht. Der hat dann auch mich gefilmt, als ich das Ritual selber durchgeführt hat. Ihr habt es ja dann wahrscheinlich auch gesehen, da hat es auch zwischendurch geregnet. Ja, jetzt esse ich hier noch kurz was. Ich bin jetzt hier bei der beim Essensbereich und hier sind auch so Kois und die kommen direkt zu einem, wenn man irgendwie in die Nähe kommt. Wahrscheinlich, weil die denken, es gibt Essen, aber obwohl ich nichts zu essen habe, aber die kommen dann trotzdem. Ja, süß irgendwie. Ja, ich esse jetzt was und dann filme ich noch den Rest vom Tempel für euch. Und dann gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Ich zeige euch nochmal kurz die Fische. Ja, das ist es. Bis dann. Jo Leute, jo Leute, ich habe einen neuen Freund gefunden. Hey, hey. Dogo. Ja, eben wollte er die ganze Zeit mit mir kuscheln. Ja, ich bin jetzt fertig hier beim Tempel. Hab soweit fast alles gefilmt, was ich filmen wollte. Und jetzt geht's wieder zurück zum Hotel. Bis dann. Jo Leute, da bin ich wieder. Und zwar, als ich vom Tempel losfahren wollte mit dem Roller, hat mir da der Parkwart, sage ich mal, ist das, einen Tipp gegeben. 9 Minuten von dort ist eine Kaffeeplantage.
Und dann bin ich da hingefahren und da bin ich halt jetzt. Ja, das ist die Plantage, also die Umgebung hier hinter mir. Und das ist die Plantage, zeige ich euch auch noch später. Und da kann man halt umsonst, also der Eintritt ist umsonst und die lassen dann auch ganz Kaffee probieren. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hallo. das ist halt ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche Kaffeesorten und ganz viele unterschiedliche Teesorten. Und die haben hier Kupi Luwak. Soweit ich weiß, ist das mit einer der teuersten Teesorten, die es gibt. Und die kann man halt hier einfach so probieren und die gibt es ja relativ günstig. Das ist Kaffee, nicht Teesorten, sondern Kaffeesorten, genau. Das ist Kaffee, der aus der Kaka vom Luwak gemacht wird. Also das ist so von so einem kleinen Tier, so ein bisschen dachsähnlich. Den zeige ich euch auch gleich. Und dann haben die hier ganz viele andere verschiedene Kaffee- und Teesorten noch, die hier selber anbauen. Und die probiere ich dann auch gleich. Das wollte ich dann schon mal zeigen. Bis dann! Ich habe das Video zu spät beendet, ach, zu früh beendet. Ich wollte das nämlich jetzt schon extra für euch probieren. Ich frage mal die Dame, ob die das kurz filmen kann. Ja, can you maybe film it? Ja? Ja, film it? Okay. Barley Coffee at first. Strong. Tastes like normal coffee, yeah. But I'm not a coffee drinker, so I don't. Yeah, that's know. A bit without sugar, without milk. Cacao. This one is good. Yeah, the cacao is good. Good. Ginseng coffee. Sweet! Yeah, mixed with the brown sugar. Ah, oh. This one is good. Lemongrass tea? Yeah. This one is also good? The lemongrass, yes. Yeah, I like it. Coconut coffee? Wusste ich auch nicht. It's pretty good. Yeah. Ginger tea. Ginger tea. Good and sharp. Spicy. Spicy tea. Sharp, sharp. Spicy. Vanilla coffee. Yeah. Sweet. Yeah, it's all sweet from the coconut sugar. Yeah. Rosella tea. Didn't know Rosella. Rosen? Nee. This is a hibiscus flower. Ah. Yeah. Pretty good. Yeah. Never tasted before. All of them I've never tasted before. Coffee and cacao mix. Yeah. Pretty good. Yeah. Guss und Tief. This one is also good? They are all good. Turmeric tea. I'm sweating. You sweat or you get the rain? No, it's sweating. Oh! Lemon tea. Yeah. Maybe you had a lot of energy. They are all good. They're all pretty good. Thank you. Jo, da bin ich wieder. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, wie das gemacht wird. Die machen das hier halt alles vor Ort und per Hand. Hier wird das gestampft und hier rösten sie die Bohnen. Und ja, jetzt ist ein bisschen dunkel jetzt schon. Das sind die, die Bohnen, wenn die von dem Tier ausgeschieden werden, sprich die Kacke. Dann wird es sauber gemacht. Dann schälen die Kaffeebohnen, ja, und dann wird sie, wie gesagt, geröstet und gestampft.
Und das ist normaler Kaffee im Vergleich zu Kopi Luwak. Das ist Kakao, ja, Ingwer, Vanille. Und so sieht es hier halt aus. Jo, das wollte ich euch zeigen. Und jetzt geht's zurück zum Hotel. Ich wollte zwar noch hier die Drohne fliegen lassen, aber es ist mal wieder bewölkt. Also diesmal mehr bewölkt als sonst und ja, regnerisch. Und ich kann die Drohne leider nicht im Regen fliegen, weil die Aussicht von hier ist schon relativ gut. Also wir sehen uns dann im Hotel. Bis dann. Jo, ich bin's nochmal, bevor es zurückgeht, habe ich schon wieder vergessen. Das wollte ich euch noch zeigen, wie dann die Tiere überhaupt aussehen, die den Kaffee essen, die Bohnen, und die dann auch wieder auskacken. Das sind die. Ich habe gefragt, ob die ganze Zeit im Käfig drin sind. Nein, sind sie nicht. Die machen zwar den Eindruck auf mich, vor allem der eine läuft hier die ganze Zeit im Kreis, aber also ich vertraue dem mal. Die haben hier gesagt, die mögen selber Tiere und normalerweise lassen die dir dann auch ja, den ganzen Tag frei rumlaufen. Ich denke mir, weil es jetzt halt Abend oder Nacht wird, sind die wieder da reingegangen oder tun die da wieder rein. Ja, also ich kann es nicht kontrollieren, weil ich jetzt den ganzen Tag nicht hier bin. Ja, aber wäre gut, wenn die auch Auslauf haben und auch den ganzen Tag sonst raus können. So, jetzt geht's aber zurück zum Hotel. Bis dann. Jo Leute, ich bin jetzt wieder beim Hotel angekommen, bin auch wieder mega fertig, jo, das wollte ich euch noch mitteilen. Und dann gehe ich jetzt auch bald schlafen und dann sehen wir uns morgen. Bis dann!